Ja, Roland Kaiser, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Paul-Linke-Ring, den Sie heute hier in Hahnklee bekommen. Das ist bestimmt eine große Ehre für Sie, gerade als Berliner, oder? Naja, natürlich. Das ist aber, ich glaube, als Musiker erstmal und als Berliner besonders, weil natürlich ich ihn halt sehr, sehr gut kenne, seine Musik, oder ihn selbst natürlich nicht, aber seine Musik sehr gut kenne. Allein durch meine Kindheit schon, weil wir hatten eine große Familie mit vielen Familienfeiern und da werden Berliner Lieder gesungen und die mit die schönsten und besten sind von ihm gekommen, klar. Goslar gilt ja auch als die Kaiserstadt. Da wurde es doch höchste Zeit, dass der Kaiser den Paul-Linke-Ring bekommt, oder? Das würde ich jetzt nicht so sagen. Und das haben ja viele große Musiker bekommen. Ich freue mich, dass ich das auch bekomme. Und das ist dafür eine große Ehre für mich natürlich, klar. Genau, Sie bekommen ja heute den Paul-Linke-Ring für das Jahr 2020 eigentlich. Aber eigentlich ist es doch dieses Jahr noch viel passender, weil Sie am 10. Mai 70 geworden sind. Herzlichen Glückwunsch. Also, Dankeschön, dass Sie das so sagen. Ich finde, es ist einfach gekommen. Wenn ich Corona gab, bin ich schon längst natürlich da. Jetzt freue ich mich besonders, weil wir morgen noch ein Konzert hier spielen können. Kaiserpfalz oben drin. Also das lässt sich schon gut an, ja. Genau. Was können die Leute erwarten morgen vom Konzert? Bestimmt ein Best-of ihrer Karriere, oder? Na, das ist etwas anderes schon. Das ist nicht nur ein Best-of. Wir singen nicht einfach nur die Titel nacheinander. Wir machen schon auch andere Dinge. Wir bringen die Titel auch in die heutige Zeit. Titel aus dem Jahr 80, 85, 90 klingen anders als heute, als damals. Die klingen heute anders. Wir versuchen die Menschen mit einem möglichst interessanten und musikalisch hochwertigen Programm optimal zu unterhalten. Das ist bisher immer gelungen, ja. Sie haben ja jetzt schon ein paar Konzerte gespielt. Wie ist es für Sie, jetzt wieder auf Tour zu sein, gerade auch wieder große Open Airs zu spielen? In Dresden geht es ja auch bald wieder los. Ja, mir ist das sehr fantastisch. Wir haben die ersten beiden Konzerte jeweils knapp 11.000 Menschen gehabt. Wir spielen, wie gesagt, in Dresden vor 72.000 Menschen, in die Waldbühne Berlin. Wir haben hier wieder volles Haus, wir haben Rostock. Ich bin einfach nur glücklich. Dankeschön, das ist toll, ja klar. Sie sind jetzt Runde 70, ich habe schon gesagt, aber für Sie kein Grund aufzuhören, oder? Nein, überhaupt nicht. Solange ich mich wohlfühle und gesund bin, werde ich das so lange machen, solange das geht. Genau, Sie haben dieses Jahr noch ein Jubiläum. Im September erscheint Ihr neues Album, ja. Perspektiven, Ihr 30. Studioalbum. Wirklich eine tolle Leistung. Was wird das für ein Album werden? Wie der Titel schon sagt, aus verschiedenen Blickwinkeln Dinge betrachten, die man eben früher anders betrachtet hat. Das hat mit meinem Alter was zu tun. Ich glaube, es wird ein sehr, sehr gutes Album werden. Ich bin mitten in der Entwicklung. Wir sind so bald fertig, ja. Schön. Und danach geht es noch auf Geburtstagstournee, unter anderem auch in Braunschweig. Da freuen Sie sich bestimmt besonders drauf. Jetzt dann, wenn die Sommertour mit den 31 Konzerten zu Ende ist, haben wir, glaube ich, 6 Wochen Pause und dann geht die Herbsttour los. Herbst und Frühjahr dann, ja. Noch ein Wort vielleicht zum Harz. Was verbindet Sie mit dem Harz? Ja, der Harz ist für mich durch meine Mutter eigentlich, war das ein oft besuchter Ort. Meine Mutter war begeisterte Wanderin und hat mich dann als Kind immer mitgenommen. Ich musste so viel wandern durch den Harz. Daher kenne ich mich so gut aus hier, ja. Roland Kaiser, nochmal herzlichen Glückwunsch, viel Spaß heute und ein tolles Konzert morgen. Dankeschön, alles Gute, ciao.